Hallo, hier ist Jan und willkommen zurück zu Let's Play God of War 3. Beim letzten Mal haben wir aufgehört, wo dort unten ein bisschen was kaputt ist und wir da oben ein paar Kerle mit dicken Hammern besiegt haben. Ich schaue nochmal kurz, habe ich da vielleicht noch einen übersehen? Ich glaube aber nicht. Nee, passt schon. Jedenfalls will ich den Bogen jetzt aufwerten, weil wir die Punkte haben. Und ich denke, ein Bogen, der ein bisschen mehr Schaden macht, genau, erhöhter Schaden, Bogen des Apollo, sollte sich positiv auswirken. Erst recht, weil man ihn eh nur einmal verbessern kann und von daher denke ich mir, warum denn nicht? Nun denn, und ihr seht schon, dort oben sollten wir nicht hinkommen. Sieht zumindest sehr stark danach aus. Und ja, Heilung kommt mir eigentlich sogar recht gelegen. Von daher her damit. Yeah. Wer hat hier eigentlich die ganzen Kisten hingebaut? Hm? Das ist meine Frage an euch. So, wir haben keine andere Wahl, als hier runter zu springen. Und bevor wir hier... Oh, okay, wir kriegen eine kleine Szene scheinbar. Okay, nur ein Kameraschwenk. Ah, der Ort hier ist, glaube ich, sogar recht interessant gewesen. Aber hier unten... scheint dieses Tor nicht aufgehen zu wollen. Und lasst mich raten, da vorne ist wahrscheinlich ein Save Point, wo ich die Session hätte beenden können. Beziehungsweise, was heißt Session? Es war nur ein einzelner Part. Aber gut, nehme ich eben zwei auf. Oh, kein Problem. Die Schmiede. Hey, wer bist denn du, Klopskerl? Haben wir das schon mal gesehen? Nee. Ich sage doch, ich habe teuer bezahlt. Beruhige dich, Schmiedegott. Geist Spartas? Hephaistos? Hm? Sieh mal an. Ich dachte, Zeus hätte dich längst umgebracht. Das glaubst du selber nicht. Du bist längst dieser Höhle entflohen. Ja, ne? Zeus hat mich zwar eingesperrt, doch wegen dir muss ich in Qualen leben. Ich habe dir nichts getan, Hephaistos. Ich verfolge nur einen Olympia. Ja, und das ist Zeus höchst selbst. Nur ein Olympia ist. Ich suche das Feuer des Olymps. Weißt du etwas davon? Was willst du damit, Spartaner? Das geht dich gar nichts an. Sache. Sag schon, kennst du das Feuer? Alle wahren Kinder des Olymps kennen es. Wir alle respektieren seine Macht. Doch sein verlockendes Glühen ist trügerisch. Weder Mensch noch Gott kann die tödliche Flamme berühren. Ich will es nur finden. Falls du einen Weg aus der Unterwelt findest, findest du sicherlich auch den Weg zum Feuer des Olymps. Na, das ist alles, was du mir sagst. Na, dankeschön. Du hast mir sehr geholfen, Hephaistos. Hat er dich getötet? Normalerweise ist das ja Kratos-Stil, ne? Schaut mal, der spielt hier ein bisschen mit Elektrizität rum, ha? Das könnt ihr euch merken für später. Ich denke, so viel darf ich sagen. Ist auch recht interessant. Und hier vorne... Moment, lass mich mal kurz schauen. Ich glaube, rechts der Weg dürfte noch nicht funktionieren. Genau, und hier wäre echt ein Savepoint gewesen. Ha, mein Pech. Aber dann betätigen wir einfach mal Schalter. Bei Schalter drücken ist immer gut. Ja, Schalter ist immer gut. Ach, damit geht das Türchen auf. Alles klar. Dann müssen wir damit quasi einen Shortcut zu ihm haben. Aber schaut mal, diese Wand hinauf, hinauf ist richtig. Können wir nicht, aber merkt euch das für später. Ansonsten, hier dürfte nichts sein und hier drüben, glaube ich, ist auch noch nichts. Aber einmal schauen kostet ja nichts, ne? So, haben wir hier wirklich irgendwas? Na, wir haben ein paar Orbs und dort ist... Doch, hier ist eine Truhe, sehr schön. Ha, sehr geil. Das dritte Gorgonauge, yay, wir kriegen mehr Leben. Verbesserung. Gesundheit. Finde ich gut. Ich glaube, wir müssen noch zwei Sätze mindestens komplett finden. Ob ich die finden werde, weiß ich nicht. Aber ich glaube, hier kommen wir nicht durch, ne? Das Bild des Gottes Hades schmückt die verschlossene Tür. Das Hades-Bild ist so ekelhaft. Ich weiß nicht, der sieht wirklich eklig aus. Allein auch mit diesen ganzen Dingern, die er im Körper hat. Ich meine, der sieht wirklich aus, als würde er selber so viel leiden wie jeder, der im Hades ist. Aber vielleicht ist das halt so Sinn und Zweck, ne? Na gut, ich will jetzt nicht unbedingt so viel über die anderen Götter sagen, aber ich muss sagen, Poseidons Design hat mir auch nicht gefallen mit seinen komischen, ja sagen wir es einfach mal, Spermaspuren im Körper oder auf dem Körper. Aber gut, wenn sich die Entwickler schon was dabei gedacht haben. Ich muss gestehen, ich habe nie irgendwie Bilder von den meisten Göttern gesehen, deswegen kann ich auch nicht sagen, ob Poseidon wirklich sowas hatte. Oder, das heißt wirklich, ich meine, wie viele dieser Götter haben tatsächlich existiert, ne? Wäre wieder die nächste Frage. Aber gut, diese Steinfische hier sehen verdammt verdächtig aus, aber scheinbar lassen sie mich ja doch in Ruhe. Oder wollt ihr was? Wollt ihr einen aufs Maul? Ich mache euch alle gleichzeitig fertig. Ja, wahrscheinlich habt ihr gesehen, was ich mit euren Brüdern gemacht habe und deswegen lasst ihr mich in Ruhe, ne?
Ja, habe ich mir schon gedacht. Ich habe es mir echt schon gedacht. Oh gut, wir kurbeln, kurbeln, kurbeln wir. Weiter, 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 weiter. Lass sie mich echt in Ruhe. Moment, hört das nicht von alleine auf? Ich bin gerade... Ah doch, da vorne. Moment, lass mich nochmal kurz schauen. War da nicht auch was? Das sieht gerade so verdächtig aus. Weil von da bin ich doch gekommen. Ist da vorne nicht was? Moment, kann ich da noch ein Stück zurückkurbeln? Lass mich nur mal kurz sehen, ob da noch irgendwas Interessantes ist oder... Na, Kratos, kannst du bitte weiterkurbeln, nur ein Stückchen? Na, okay, scheint nicht zu funktionieren, dann lassen wir's. Der Weg da sieht nämlich irgendwie interessant aus. Glaub aber, da war nichts. Ist doch wurscht. Brennen wir einfach mal das Zeug hier ab und gehen weiter. Ich meine, wenn uns das Spiel schon weiter lässt, dann sollten wir das auch annehmen. Oh, ich mag den Bogen. Ich weiß nicht, so ein Feuerbogen. Schon ziemlich cool. Ich meine, gut, der hat Auto-Aim. Aber anders hätte das wahrscheinlich auch nicht ins God of War-Universum gepasst. Das muss man also akzeptieren und ich habe damit kein Problem. Von daher, und hier sterben die ganzen Leute, beziehungsweise fallen sie alle in den Hades. Ah? Mensch, das muss grausam sein. Das muss grausam sein. Und lass mich raten, diese Stachel fahren gleich hoch. Hey, hey, hey. Du schon wieder? Wer bist du? Woher kennst du mich? Du bist der Geist Spartas. Jeder weiß, wer du bist. Jeder hat Angst vor dir. Richtig so. Das hat seine Gründe. Ich fürchte dich nicht. Gut, dass du keine Angst hast, Kind. Angst ist eine große Bürde. Ich bin kein Kind, Kratos. Ganz egal, was du nun bist. Was du bist. Und wir haben ein schickes Kratos, Schwert zurück, hä? Huh? Du musst mich befreien. Die Suche nach Freiheit ist auch eine große Bürde. Ich kann dir nicht helfen. Nun denn, es wird Zeit, unser neues Spielzeug ein wenig einzusetzen. Und zwar die Klinge des Olymps. Wir haben sie zurück. Jedenfalls, wenn wir beide Sticks drücken, ihr seht schon, ist wieder so wie in God of War 2. Unser Power pumpt sich quasi auf. Und wenn das der Fall ist, können wir aber nur das Schwert des Olymps in dieser oder in God of War 3 verwenden. Deswegen mag ich diesen Modus hier nicht so sehr. Allerdings, glaube ich, kriegt man gar keinen Schaden, solange man in diesem Power-Up-Modus ist. Und ja, mein Kabel, mein Controller, das kennt ihr eh. Kommt immer mal wieder vor. Aber ich bin zumindest der Meinung, man kriegt keinen Schaden, weil ich... Ich glaube, sie haben mich eben getroffen und ihr seht, mein Leben ist noch voll. Aber ich könnte mich auch irren. Oder vielleicht ist das auf höheren Stufen nicht so, ich weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, ich mag das Schwert des Olymps hier nicht so sehr. Aber ist in Ordnung. Ist auf jeden Fall besser als das Schwert in God of War 2? Ja, 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 ja. Und vor allem auch besser als die Artemis-Klinge. Ich meine, die war schon stark, aber das Combo war damit jetzt nicht so der Hit. Nun denn, ihr seht schon, hier waren wir schon mal, ne, vor Ewigkeiten. Jetzt sehen wir, wie der Weg wieder zurückführt. Und ich habe ja schon gesagt, beziehungsweise ihr habt selber schon gemerkt, dass es da keine Möglichkeit gab, etwas zu verbrennen. Aber jetzt sieht das Ganze ja anders aus. Denn jetzt haben wir einen schicken Bogen. Und wer schießt auf mich? Kommst du ja. Guck mal, ich habe auch einen Bogen, du hässliches Teil. Du genauso. Aber ich finde das wirklich so genial, wie die das hier mit der Magie gelöst haben. Beziehungsweise mit dieser Submagie oder was auch immer das ist. Weil es sich wieder erholt und dadurch ist es viel, viel nützlicher. Weil der Bogen im ersten Teil oder in God of War 2 war halt immer nur bedingt nützlich, sage ich mal. Weil sobald man keine Magie mehr hatte oder manchmal hat man sich auch die Magie lieber für die stärkeren Sachen aufgehoben und so weiter und so fort. Von daher, ich finde das richtig gut gemacht. Aber dadurch brauche ich die normale Magie halt so selten, leider. Ja, leider. Und Moment, kann ich euch nicht auch so? Ja, ich kann euch auch tacken, aber ich kann auch mal ein bisschen Magie einsetzen, was ich so selten mache. Oh, wow, wow, wow. Natürlich zwei von euch, ne? Komm, 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 Fall, Fall, Fall. Ich würde mich eigentlich ganz gerne um einen kümmern, bevor... Ja, genau. Ja, solange ihr euch gegenseitig trefft, ist das ja richtig gut. Komm, komm. Meistens mache ich da eigentlich lieber diese Dreier-Kombo. Und Moment, komm mal her. So, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Oh, fuck. Ich habe eigentlich mit Kreis gespamme gerechnet. No. Gehst du weg? Ja, mein Fehler. Magie, Magie, Magie. So. Okay, gut, gut, gut. Diesmal weiß ich, es ist Quicktime. Ich habe wirklich mit Kreisgespamme gerechnet. X. Und da hat er einen Kopf verloren. Mein Gott. Ich meine, steuern wirklich alle drei Viecher diesen Körper? Und was passiert, wenn ein Kopf weg ist, ha? Und wir drücken nochmal X. Oh, ziemlich kreativ heute Spiel. Stehst auf die X-Taste, ha? Oh, 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 oh. Bloß ausweichen. Die Feuerangriffe dürften recht gut ziehen. Komm her, komm her. Nein, oh Mist, das ging daneben. Ich kann auch mit Feuer schießen. Oh. Na also, komm her. Nehmen wir dir noch ein Köpfchen weg. Jetzt den da. Und fick. Sauber. Mensch, sieht das ekelhaft aus, wenn das Vieh zwei Köpfe verloren hat, ey. Richtig ekelhaft.
Nein, 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 so siehst du aus, du bist mein Schutzschild. Bams, das hat gezogen. Kannst du mal Kratos? Dankeschön, ist es wieder Fjelk? Es ist Kreis. Aber ich bin ein bisschen kreativer heute. Na, und jetzt noch ein bisschen Gaki. Und dann haben sie auch nicht mehr lange zu leben hier. Ja, aber ich finde, die Gegner sind recht ordentlich. Also auf höheren Stufen könnte das echt ein bisschen grausam werden, weil man muss wirklich in God of War immer das Auge für alle Gegner quasi haben, ne? Und kein Knopf mehr für den letzten Kopf. Gut. Alles klar. Nett gemacht, Spiel. Und kriegst noch einen. Bams. Na gut, dann finishen wir dich ebenso. Ah, Kratos hat echt an Brutalität zugelegt, was die vorigen Teile angeht. Aber es gibt noch schlimmere Gegner. Auch einige alte Gefährten. Na, was heißt Gefährten, aber alte Gegner tötet er recht interessant. Warum Zeus von dir angetan war, Kratos? Du bist ein fähiger Krieger. Ja, danke. Ist das alles, was du mir zu sagen hast? Na gut, dann würde ich mal sagen, öffnen wir die Tür hier, ne? Auf der Hades quasi sitzt. Da wartet er auf uns. Na komm! Ah, aber ein bisschen ist es noch. Was denn noch mehr Gegner? Oder versperrst du uns nur? Gut, er versperrt uns scheinbar nur den... Oh, übrigens, hier sind Hunde. Diese Hunde. Gibt es später dafür Möglichkeiten. Ihr müsst für eine Trophy 50, glaube ich, 50 Hunde kicken. Dafür gibt es eine Stelle, wo Hunde endlos respawnen. Ich werde das dann nochmal sagen, wenn wir an dieser Stelle sind. Und da kann man die Trophy quasi ganz leicht machen. Ja, ja, also wie gesagt, ich werde sowieso über die Trophys gehen, wenn ich halt noch irgendwie was weiß, wo es irgendwas Besonderes gibt oder wo man drauf achten kann. So Sachen wie halt die großen Kombos und halt solche Kleinigkeiten, aber naja, kennt ihr von mir eh, weil das ist so mein Stil. Weil God of War, übrigens, wenn ihr in die Wand fahrt, dann kriegt er noch einen Schlag gegen den Kopf und ist dann eigentlich immer down. Wenn ihr sie nämlich nur werft, dann kann es sein, dass sie noch leben. So, darf ich jetzt die Truhe doch aufmachen? Danke, Spiel, aber ich möchte nicht leben. Ich möchte auch nicht das Blaue. Gab's. Okay, gab's nur die beiden. Gut. Ich dachte, das wäre auch eine, wo es weiß leuchtet. Aber dann nehmen wir doch Magie. Ja, volle Magie. Ist hier noch irgendwas? Ja, noch eine Notiz. Notiz einer gequälten Seele. Hades, ich flehe an deinen Toren. Hab Gnade mit mir. Bin ich nicht all das geworden, was du wolltest? Sind meine Schulden nicht beglichen? Wie lange muss ich auf die Rettung warten, die niemals kommt? Er wird ein Gott, während ich verrotte und leide. Lass mich frei, damit ich Rache üben kann. Diese gequälten Seelen hier, was ist nun los mit euch? Und dann öffnen wir dieses Tor von Hades. Wenn das klappt. Na komm, komm, komm. Sauber. Ich dachte eigentlich, wir würden heute den netten Kerl schon treffen, aber es scheint ja... Okay, hier war doch noch ein bisschen was davor. Willkommen, komm rein. Mach es dir bequem. Dieses Mal bleibst du für immer. Na, das werden wir noch sehen. Aber hier gibt es einige interessante Mechanismen, das weiß ich. Aber wir haben ein bisschen Overtime noch, deswegen ein paar Minuten werde ich, glaube ich, noch für den Part opfern. Übrigens, das ist, glaube ich, recht interessant gemacht, dieses Rätsel, weil wir können hier hoch. Ja, wir können uns das ja schon mal ein bisschen ansehen für heute. Bisschen. So, drücken wir mal weg und sind dann hier. Das ist nicht zu kompliziert, aber es gibt wieder ein bisschen Puzzle-Solving. Und so wie das Puzzle-Solving ist, auf der Stufe, sage ich mal, von diesem Spiel, finde ich es absolut in Ordnung. Dort können wir nicht durch. Hier hätten wir zwei Truhen. Moment, die kann ich doch mitnehmen. Das sind doch wieder diese Orb-Truhen, ne? Diese Orb und alles Mögliche. Ja, übrigens, diese gelben Punkte, ihr seht es ja schon, ist halt für die Titanmagie oder wie auch immer das hier bezeichnet wurde. Spartaner, Superstar, Energie oder whatever. Wird also auch recht nützlich sein. Aber gut. So, dann nehmen wir doch die Orbs hier mit. Und das Ding ist bei God of War, ich weiß nicht, ob ich darauf achten kann, dass ich wieder sowas fragen kann, wie, was soll ich als nächstes aufleveln? Im Moment ist das halt auch wirklich nicht gegeben, weil wir ja quasi nur eine Sache haben. Aber das werden wir definitiv später, wenn sich das ergibt, denke ich, wieder machen, wenn ich dann dran denke, ne? Ja. Aber nicht heute. So, das lassen wir sehen. Und ich denke, ich werde jetzt auch gleich speichern. Ich weiß nicht, ob ich den Stein dann nochmal holen muss. Wenn ja, werde ich es nächstes Mal onscreen machen. Ansonsten, was wir mit diesem Steinchen machen müssen... Wow... Ja, kommt. Na, ich wollte dich blocken, Kratos. Springen und dann so, genau. Genau so. Aber die Viecher sind eigentlich mit Griffen auch immer sofort tot, aber nö, ich schmetze sie lieber so. Weiß gar nicht. Und jetzt noch Bogen, boom. Warum die erst jetzt spawnen, ne? Aber gut, wie gesagt, dieses Steinchen ist... Ja, ich denke mal, ich kann das schon mal verraten. Wir brauchen das, um diesen Mechanismus dann hier aufzuhalten. Aber weiter geht's erst beim nächsten Mal. Let's Play God of War 3. Ich bin's hier und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin.